Ja, huhu, hier wieder beim Quadi und bei Terra May. in der Secret World. Wir sind zurück hier in diesem schönen, schicken Etablissement, nennt man das, ne? Wo hier alles total schmutzig ist, wenn man hier mal in die Küche guckt. Aber naja, gut, dass wir hier nicht essen. Wir nehmen hier die zweite Quest von Tanis nochmal mit. Ein unbehagliches Bündnis. Wo gehören Sie hin? Rotes Team? Blaues Team? Grünes Team? Ist mir egal. Sie wissen, für wen ich arbeite, also Schluss mit dem Quatsch. Wir arbeiten nicht zusammen. Wir beide werden niemals Freunde sein. Und eines Tages werde ich mit dieser Waffe auf Ihren Kopf zielen und ich werde abdrücken. Zu Ihrem Glück ist dieser Tag noch nicht gekommen. Die Schlangen. Sie sind meine Augen und Ohren jenseits der Stadtmauern. Ich scheue vor keinem Kampf zurück. Aber ich bin nicht so dumm, mein Leben da draußen ohne Grund zu riskieren. Die Kultisten werden dreist und unvorsichtig. Hai von Träumen und Geflüster über Tod und Dunkelheit. Sie spielen mit mächtiger Magie. Und die alten Götter haben jede Menge Tricks im Ärmel. Ich halte eigentlich nicht viel von dieser Feind meines Feindes Scheiße, aber in diesem Fall ist es sinnvoll, ein paar Fakten auszutauschen. Reine Nostalgie. Keine Spielchen mehr. Sie wissen, dass ich etwas vorhabe. Ich weiß, dass Sie etwas vorhaben. Aber wir werden uns nicht mehr streiten können, wenn wir diesen Amateuren einfach so das Feld überlassen. Sind wir uns da einig? Wenn sie meint, eine von den Schlangen finden, da ist sie doch schon, die Python. So, und die führt uns jetzt, glaube ich, aus der Stadt raus. Ich wollte schon immer einer Schlange folgen. Jetzt hast du die Gelegenheit. Ich glaube, du bist sogar schon mal einer Schlange gefolgt. Ja, natürlich. Mehrfach. Ah. Jetzt kommt's raus. Ich mag Schlangen, ich weiß nicht. Eine Leiche. Ist ein bisschen drin. Tatsache. Jetzt kann man nicht mal in Ruhe das Wissen nehmen, ey. Der Energiewolke folgen. Kannst du mal sehen, hast du noch nicht alles Wissen hier? Nee, hier habe ich wirklich noch nicht alles. Warum auch immer. Weil manche sind schwierig zu finden und manche sind offensichtlich. Ja, und manche Sachen macht man eigentlich, wenn man die ein paar Mal durchgemacht hat, irgendwie irgendwann nachts um 2:45 oder so. Ja, da hat man manchmal auch nicht mehr so die Aufmerksamkeit. Na, geht's da hoch? Da gibt's Gegner. Hey.
Es ruckelt doch schon ziemlich beträchtlich jetzt gerade hier bei mir. Ja, die ganzen Effekte kommen noch dazu. Ja. Dazwischen ist irgendwas. Hm? Ritual der Abscheulichkeit, okay. Ja, wir kriegen das hier schon hin. Wir sind zwar etwas ruhig, aber. Ja, so nach einer gewissen Zeit ist das dann schon anstrengend. Ein bisschen. Dann weiß man auch nicht mehr so richtig, was man sagen soll. Ja, es ist, wurde alles schon gesagt. Wo ist der Lestrang, den man die braucht? Ja, der schläft. Na toll. Ja, und träumt ganz süß. Kann ich mir so richtig vorstellen. Schlummernd in seinem Bettchen. Wann wollte er nochmal träumen? Ach ja, von der Mumie, wie er die Mumie tötet. Ja, den Zahn. Ja, kann ich echt nicht nachvollziehen. Der ist doch ganz nett. Ja. Auf den Altar. Gebrüll, der kann sich nicht wehren. Fertig! Komm, noch mehr Schaden rein. Warte mal, ich geb dir auch noch mal was. Da! Na toll, ist ja schon tot. Geb ich mir auch noch mal was? Okay. Was haben wir denn hier? Angriffswert, Durchdringungswert, Gesundheit, Kritschel, aber leider minus Heilungswert. Das ist so krass. Scheiße. Und zwar nicht nur ein bisschen weniger Heilungswert, sondern direkt richtig krass viel. Zu basteln. Ja, das wird, da kommt man eh irgendwann nicht mehr drum rum. Aber. Was ist denn hier los? Ja, wir sind hier sowieso durch. Aber da war ein Gegnatz. Aber da war ein Gegnatz. Gegnatz. Hier ist noch eine Nebenquest. Roter Maya-Kundschafter. Shani, die Berichte überbringen. Ja, gut, also wieder an Anfang. Porte ich mich doch mal in den Anfang. Kannst mir gerne folgen, wenn du magst. Oder? Ich darf dir folgen, okay. Kannst immer folgen. So, hier, Shani, hast ein paar Berichte. Teil sie dir gut ein.
Ja, gibt nicht so schnell wieder welche. Ja, wir sind nämlich bald weg hier. Genau. Na, gucken wir, ob wir noch mal eine neue Jacke anziehen. Irgendwie ist das ein bisschen warm hier mit denen. Ich habe hier ein Ladebild des Dooms. Ach ja. Ja, mal so gar nicht. Da könnte man echt noch was dran arbeiten. Also Leute, macht was. Ein Punkt noch. Für was? Also dann habe ich 40 Fähigkeitspunkte und dann kann ich meine kleinen Talisman auf F aufstocken. Ja, wir müssen weiter porten, aber ne? Glaube ich. Zu. Wo ist denn der Übergang? Ganz oben, ne? Ja, da müssten wir zum Weg zu Aton. Mhm. Und da gibt es auch noch mal ein paar Nebenquests, glaube ich. Für Schwarzbarren tun wir doch vieles, wenn nicht alles. Ja, genau. Ach, die eine Buddel-Quest gibt's doch da. Das ist der Verlorene. Der hat nur 7000 Lebenspunkte, greif ich dir. Moment, ich versuche ihn. Ruckel, ruckel, ruckel. Ein Kopfteil. Mit massiv weniger Heilungswert. Die Leiden eines jungen Heilers. Definitiv. So, hier runter. Hier waren die Nebenquests irgendwo. Ne, die waren oben auf dem Hügel, wenn du die da meinst, die Forschungsnotizen und... Und die oben auf dem Hügel drauf? Ja. Das ist ja tragisch. Die sind leider da oben. Gut, dass wir Hoverboards haben. Verbrannter Kultist. Genau. Und hier oben die Forschungsnotizen. Ach, die Buddelquest. Ah ja. Ach, das war ja irgendwo immer woanders, ne? Nee. Dann machen wir erstmal die Töten-Quest, oder? Aber das wird sich, glaube ich, mit der Zeit eh ergeben, oder? Ja. Ach verdammt, warum habe ich denn schon wieder nur einzelne Quests? Oh Mann, das ist ein Skorpion, oder? Ja, der springt hier gerne mal zwischen. Jetzt kommt er zu mir. Ja, gar nicht. So, die hier. Hier spielt die Musik. Ja, richtig. Eine Glyphe. So. Achso, ich nicht ändern, weil noch geladen. Genau. Okay, hier. Weiter nach da. Weiter nach da.
miteinander. Ist anscheinend doch auf der gleichen Seite. Oh, ich habe ein Wissen gefunden. Ah, hier ist es für mich gewesen. Du hast ein Wissen gefunden? Mhm. Ja, gar nicht. Hier, wo ich stehe, ist ein Wissen. Ach, das, ja, das hatte ich schon. Ich muss wieder zurück auf die andere Felsseite. Eventuell ist es diesmal auch wirklich auf der Stelle, wo ich es gerade geholt habe. Weil unsere beiden haben ja irgendwie in die Richtung gezeigt. Ja, das sah sehr relativ gleich aus. Ja. Nein, hier ist nicht. Ich guck nochmal. Hier lang. Hier lang. Ja, dann musst du hier graben. Tada. Dazu benutzen, das Artefakt zu finden. Habe ich doch gerade. Das Artefakt zu singen bringen, okay. Okay, dann töten wir aber jetzt zuerst. Oder müssen wir da eh nochmal durch? Da jetzt durch? Nö. Müssen wir nicht nochmal. Können wir auch einen anderen Weg machen dann. Um zum Übergang zu kommen. Auf sie mit Gebrüll. Was wollen die denn mit den ganzen Pistolen hier? Gib mir was Vernünftiges. Wäre ich auch dafür, weil ich hab meine Pistolen schon. Und auch schon die Skins, die ich haben wollt. Hier oben noch. So, wo bist du? Bist du? Okay, alles klar. Und? Zwischen dem ganzen Geruckel sieht man hier gar nicht wirklich was. Ja. Auch ein Grund nachher, danach ein bisschen mal. Hier sind noch Gegnerz. Ich meine, es ist der Flüsternde. Aber flüstern tut er nicht wirklich. Tada! Wieder ein Balken mehr. Ein Balken mehr? Ja, ein schwarzbaren Balken. Ach so. So, hier ist noch ein Nebenquest. Ich glaube, die führt uns schon ins nächste Gebiet, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das macht ja nichts. Brenne. Reiche. Nicht bei Google Maps. Oh, das ist ein toller Name für die Folge. Ja. Nicht bei Google Maps. Die führt uns jetzt rüber. Aua, 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 aua. Hier geht's lang.
Ja, ich möchte in die Stadt des Sonnengottes reisen. Yippie! Endlich im nächsten Gebiet! Uhu! Ja. Es gibt auch nur zwei Ägypten-Gebiete, oder? Ja, nur zwei. Dafür ist Transsilvanien wieder drei. Mhm. Und schaut euch das an, Leute. Ist das ein ekliges, dickes, fettes Auge? Wissen! Da lacht's mich aus. Nein, ich würde dich niemals auslachen. Nein. Hey, komm, ich treffe dir auch Schläge. Atemberaubend, nicht wahr? Ich habe alles gesehen, was es in dieser Welt gibt, und doch, wenn ich hierher zurückkehre, verschlägt es mir den Atem. Hören Sie, Ihr Lied ist doch so wunderschön. Es hat diese Stadt Athons seit der monströsen Regentschaft von Echnaton verborgen. Das Lied der Wächter hat ihn schweigen lassen, angekettet in seiner Gruft, in der schwarzen Pyramide. Ich war naiv zu glauben, das wäre genug, dass es für immer hält. Die Jünger von Athon sind zurückgekehrt, wie Sie wissen. Echnaton rührt sich in seinem Sarkophag. Athon selbst erwacht. Darum bin ich zurückgekommen. Vielleicht zum letzten Mal. Auch Sie sind deshalb hier. Sie wissen es vielleicht noch nicht. Wie weit ich auch reise, wie lange ich auch weg bin, ich kehre stets zurück zu meiner Pflicht. Zu meinen Kindern. Wir haben in diesem Tempel der Albträume 3000 Jahre lang Wache gehalten. Das könnte bald ein Ende haben, so oder so. Die Wache ist vorüber. Und wir kämpfen. Es reicht nicht mehr aus, diesen Ort zu verbergen. Er muss zerstört werden. Jeder ihrer Aspekte, ihrer Geister und der Götter, die sie vertreten, wird gebraucht. Und Sie müssen uns helfen, Sie alle zu einen. Nur dann kann der schwarze Pharao besiegt werden. Nur dann können wir die Rückkehr von Athon selbst verhindern. Und nur dann können meine Kinder endlich frei sein von diesem Ort, von dieser Welt. Ach ja. Das war doch Absicht. Was war Absicht? Das war sowas von absichtlich, dass du gleich die... Ich wollte nur gerade Schläge sagen. Und so kann man mich unterbrechen und zum Stillschweigen verdonnern. Wirklich. Komm, das Wort Filmfrequenz und ich bin stumm. Okay, das merke ich mir. Ach! Hast irgendwann du doch so nicht mitten, irgendwann so mitten im Kampf. Filmsequenz! Ja, während ich die Fluchtkarade abgebe, ne? Ich hab hier ein Telefonat. Illuminaten und Templer streiten um ein römisches Relikt, das in Unterlanden gefunden wurde. Laut unseren Daten könnte es uns nützlich sein. Reisen Sie nach London. Nach Ihrer Ankunft melden wir uns wieder. Da muss ich nach London. Haha, wie ist das? Wieso? London Underground, sage ich nur. Mhm. Ja. Die sind ziemlich witzig. So, wir gehen erstmal da vorne hier zu dem Rat von Venedig, glaube ich. Ich mal kurz hin. Schauen wir mal, was dieses. Oh, ein Wissen ist da hinten auch noch. Yay! Und Schmerzbarren. So. Ja, nimm mal die Pistole von mir.
alles verticken hier, den ganzen Stiss, den ich hier habe, ey. Ich glaube, ich habe in dem ganzen Gebiet hier nichts Vernünftiges bekommen. Müsste mir die ganzen Videos jetzt nochmal angucken, aber ich glaube, es ist hier nichts gewesen, was man benutzen könnte. So als Heller hast du echt die miesen Karten überhaupt. Meistens schon, ja. Ja. Wobei, also ich muss sagen, Transsilvanien, hast du mehr Glück? Na, da sind wir ja noch nicht. Also zumindest bei Clip genau. So, ja. Dann gehen wir demnächst mal auf eine Solo-Mission nach London, liebe Leute. Und danach sehen wir uns dann auch hier in der schwarzen, heißt die schwarze Stadt? Oder wie heißt das hier? Verlorene Stadt. Verlorene Stadt. Egal. Die komische Stadt. Das ist echt nicht fair. Mit dieser merkwürdigen... Wo ist das Zeichen eigentlich hin? Das war gerade auch eben noch zu sehen. Welches Zeichen? Das ach da. Das Arton-Zeichen. Da hinten. Jo. Ja, ich bedanke mich fürs Zugucken. Und ich bedanke mich bei der Terra fürs Mitspielen. Einen schönen Gruß an den Lesrak, der schön schlummernd zu Hause in seinem Bettchen liegt und von uns träumt. Ja. Und ich sag nur Schokoheuschrecken. Schokoheuschrecken, genau. Und ja, die nächste Aufnahmesession ist auch für mich jetzt schon in 2 Tagen oder in 3 Tagen. Mal gucken, wie ich das hinkriege, weil da ist ja das Halloween-Event, das wird sich eine Ecke ziehen. Und da nehme ich auch ein paar Sachen auf, dann wahrscheinlich auch wieder mit dem Villandesh zusammen. Und ja, bis dahin sage ich mal Tschüss und Terra darf auch Tschüss sagen. Ja, ciao. Eigentlich müssten wir nochmal Emote winken oder so eingeben können. Oh, warte, warte. Das nicht? Moment. Ja, es geht. Moment. Ach, ich sollte auch vom Board runter. Geht das? Hier winken. Winken gibt's anscheinend nicht. Wave vielleicht? Doch, gibt's. Musst du winken groß. Vielleicht. Immer hier. Nee, gibt's auch nicht. Passen Sie auf sich auf. Oh, Katze. Bei mir nicht. Ach, winke. Ach so, winken groß. Ja. So. Tschüss.